Nachts in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt und Simi. Heute ist die 1600 irgendeine Ausgabe. Wir wissen nicht welche, aber ihr könnt selber zählen. Ihr könnt selber zählen oder im Internet nachgucken. Nee, wir finden es nachher noch. Ja, erstmal ein gesundes Happy New Year. Neues Jahr oder auf Englisch, genau. Ja, jetzt sind wir hier. Wir haben dieses Mal Silvester gemeinsam verbracht, aber nicht nur für einen Tag. Nein, eine ganze Woche haben wir uns ertragen müssen. Eine ganze Woche Silvester, oh Gott. Wir sind hier mit 8 Personen. Also 2 Kinder. 2 Kinder. 6 Erwachsene, 2 Kinder. In einem Ferienhaus und zwar im Zentrum des bebenden Lebens in Dänemark. Wo ist der Hund begraben? In Dänemark. Aber es ist trotzdem schön hier. Komm, wir genießen das. Wir haben eine Robbe gesehen. Wir haben eine Robbe gesehen, die auf dem Stein sich gerobbt hat. Wir haben eine Robbe gesehen. Genau. Und wir waren in Kopenhagen. Ihr sogar zweimal. Und ich kann euch sagen, Dänemark ist, wenn man nicht in Kopenhagen ist... Langweilig. Nein, in Kopenhagen ist es super. Ist okay. Nee, und wenn man in einer Gruppe... Und außerhalb ist es bestimmt toll im Sommer, aber im Winter halt sehr Und wenn ruhig. Man in einer Gruppe reist, dann ist es natürlich auch super, weil man kann unter anderem auch ein geniales Spiel zusammenspielen. Wir haben heute, das ist bei uns ja Dänemark-Tradition, wir haben das vor Jahren schon mal gespielt, Mafiosi gespielt. Kennt das jemand? Dann jetzt bitte anrufen. Mafiosi ist ein ganz tolles Spiel. Sagt Bescheid, wenn ihr wissen wollt, wie die Regeln sind. Aber man kann sehr viel über die Charaktere der anderen Mitbewohner lernen. Ja, richtig. Nee, das können wir jetzt nicht machen. Ich erkläre mal ganz kurz die Regeln. Okay. Also, über Karten wird ausgelost, wer am Tisch der Spielführer ist. Und die Mafiosis, oder in unserem Fall nur ein Mafiosi, weil wir waren zu wenig Leute. Genau, und wer eben die anderen Mitspieler sind. So, dann heißt es... Potenzielle Opfer sind die anderen. Dann heißt es, es wird Nacht. Dann müssen alle am Tisch die Augen schließen. Und dann sagt der Spielführer und der Mörder zeigt sich. Und der nimmt dann die Hände vom Gesicht, sodass der Spielführer weiß, wer der Mörder ist. Zeigt mir in den Augen, wer der Mörder ist. Wer umgebracht wird. Genau. Natürlich. Und dann machen sie alle die Augen wieder zu und dann wird Tag. Wir bekommen Gäste bei unserem Podcast. Herzlich willkommen. Hallo. Kann ich eigentlich gar nicht leiden, aber egal. Auf jeden Fall, dann machen alle die Augen wieder zu und dann sagt der Spielführer, jetzt wird Tag, dann gucken alle und der Spielführer und sagt... Und XY ist tot. Genau. Wer auch immer. Wir sagen jetzt keine Namen, wir sind ja hier ganz diskret, nicht wie die... Wir beachten den Datenschutz. Genau. Also in dem Fall, oder es ist dann eine Person tot und alle anderen müssen nun raten, wer in ihrer Mitte der Mörder ist. Genau. Und das sind herrliche Diskussionen. Wir haben das heute angefangen, weil wir das vor Jahren schon mal in Dänemark gespielt haben und es damals zu Beziehungskonflikten geführt hat. Ja, natürlich. Und es ist immer spannend, Beziehungskonflikte bei anderen zu erleben. Richtig, vor allen Dingen, wenn sich Partner gegenseitig umbringen. Absolut, super. Ganz schlecht. Oder gut, für die anderen, hoher Unterhaltungswert. Aber was kann man noch in Dänemark alles machen? Am Strand spazieren gehen. Und dreimal am Strand spazieren gehen. Am Strand spazieren. Und dreimal am Tag essen. Mindestens. Zu Superfruchsen gehen. Selbst mal am Tag Sex. Sex war ein... Nee, nein, da muss Fruchsen man aufpassen. Ist immer gut. Das ist super. Ja, das Superfruchsen. Das ist ein Supermarkt, der... Eigentlich alles hat, so auf Rewe-Niveau kann man sagen. Es ist kein Discounter. Und sie haben Lakritz-Schokolade, die heute in Windeseile alle geworden ist. Ich mag die eigentlich gar nicht. Aber du hast die auch gegessen. Ich hab sie trotzdem gegessen. Du meintest auch, dass die Schokolade mit Oreo-Keksen nicht schmeckt. Ist auch Hauptsache, alle der Schokoladenanteil überwiegt den anderen Anteil. Dann ist alles akzeptabel. Nee, aber letztlich ist die Kombination aus salzigem Lakritz und süßer Milchschokolade ein Erfolgsrezept. Lachen die anderen über uns? Nein, die lächeln uns an. Was gibt es sonst noch an Artikeln, die man in Deutschland nicht kaufen kann, die uns hier aufgefallen sind? Also zum Einkaufen lohnt es sich auch. Wisst ihr was? Es ist einfach so, alles ist international geworden. Es geht nicht mehr. In einer globalisierten Welt? Nein, das ist wie mit unseren, wie diese Frische, die man bei Penny sammeln konnte. Das musst du erzählen. Nee, Simi, erzähl das mal.
Ich fand das ganz traurig. Also, ich habe immer in Kolumbien gelebt. Das wissen die. Und in Kolumbien, genau, das wissen die Hörer mittlerweile. Und in Kolumbien konnte man über Punkte Früchte sammeln in einem Supermarkt. Die gibt es mittlerweile bei Penny. Genau die gleichen Früchte. Die gleichen Kuschel. Gab es bei Penny. Diese Kuschelvitamine, ne? Ja. Und ich finde es schlimm. Ja, vor allen Dingen heißt es. Es ist egal, wo du lebst, du kriegst den gleichen Schrott. Und jetzt komme ich mit der alten Story nochmal. Genauso der kleine Nils, der auf allen möglichen Radiosendern die Hörer nervt. Den gab es bei Antenne Bayern, den gibt es im Norden jetzt, glaube ich, auf RSH. Genau. Dieser kleine Nils, der irgendwo anruft. Und das ist der Punkt. Durch die Globalisierung ist das Reisen nicht mehr so attraktiv. Ja, es ist alles beliebig geworden. Es gibt überall denselben Mist. Du kriegst ein Bauhaus, du kriegst ein Obi oder. Und das ist nicht schön. Das Einzige, wer... Was? Über Fleisch erzählt, die ja, ach genau. So. Ja, das ist eine coole Sache. Was, ja, Mensch, du. Was ist Besonderes wir sagen jetzt nicht, dass der Tipp von Barbara kam. Freunde von uns, bitte, das Barbara hat uns gerade den Hinweis gegeben. Nein, wir haben dänische Freunde und die finden es ganz besonders, dass man in Dänemark Hackfleisch nach den Anteil des Fettes kaufen kann. Man kann sagen, ich möchte gern Hack von 5-8% oder von 0-4% oder von 9-10% oder. Das gibt es in Dänemark nicht. In Deutschland nicht. Da gibt es Standard-Hackfleisch. Nicht mal mehr der Fleischverkäufer, wie viel Anteil Fett in einem Hackfleisch ist. Ja, ich habe schon erlebt, dass Fleischverkäufer die Wurstsorten gar nicht kannten. Was ist in dem Hack, Schwein oder Rind? Ja. Scheißegal. Ja, oder man fragt, ist in dieser Putenwurst auch ein Schweinefleischanteil drin? Dann gucken die dich an, als fragst du sie, ob sie ihre Oma eine scheuern sollen, weil die einfach das nicht wissen. Ja, Sauerei. In Dänemark kann man also Hackfleisch nach Prozenten kaufen. Schweinerei quasi, genau, Barbara. So, und was man noch sagen muss, wenn man in Dänemark ist, in einer Gruppe von 6 Erwachsenen und 2 Kindern, dann müssen wie viele Apple-Geräte dabei sein? Mindestens 10. Reicht das bei uns? Ja, das reicht. Ich überlege gerade. 6 iPhones? 3 iPads, garantiert noch irgendwas anderes. Nein, ein Apple TV. Ein Apple TV und ein MacBook Air. 11. Wir sind gut dabei. Genau. Aber man braucht es auch, weil wenn man abends was gucken will, bevor man dänisches Fernsehen guckt, schließt man sein Apple TV an und lädt sich einen Film runter. Was nur funktioniert, wenn man ein Ferienhaus rausgesucht hat, was unbedingt WLAN hat. Das war ja die Bedingung, dass wir überhaupt nach Dänemark fahren, dass es hier WLAN gibt. Nee, aber schon der Hammer. Dafür haben wir auf die Sauna verzichtet. Nee, aber ganz ehrlich. Wenn man heute verreist, dann achtet man auf andere Dinge, als wenn man noch vor 10 Jahren verreist wäre. Wir waren ja heute noch mal in Kopenhagen, ohne Stadtplan, alles nur mit dem iPhone, mit Datenpaket. Wisst ihr noch, als ich das letzte Mal in Dänemark war, da habe ich noch eine Analogkamera gehabt und da haben wir Mafiosi gespielt und da wussten wir noch nicht immer, was WLAN ist. Wahnsinn. Ja? Ja, so hat sich's geändert. Heute hat man seine Gadgets und die helfen einem weiter. Ja. Aber wir haben einen coolen Film angeguckt und wir können es ja mal sagen. Und wir gehen morgen ins Kino. Übermorgen. Und gucken uns den zweiten Teil an. Wenn unsere Babysitterin endlich ihre SMS schreibt, dass sie Zeit hat. Wir haben nämlich die Tribute von Panem über iTunes runtergeladen. Wir wollen unbedingt den zweiten Teil haben wir schon bei YouTube in der Vorschau gesehen. Genau. Das ist letzten Endes. Oh, die Barbara, die hat immer noch einen kleinen Hinweis. Ich soll was von den Koffern erzählen zu Silvester. Ach so, Bräuche zu Silvester. Das ist noch ein ganz gutes Thema. Also passt auf. Genau, wir haben Silvesterbräuche gegoogelt zu Silvester. Wir haben Silvester gemeinsam hier gefeiert und zwar... Es gibt zahlreiche Bräuche. Ja, lass uns noch ganz kurz was... Sinnige und unsinnige. Ja, lass uns noch ganz kurz zu Silvester sagen. Man darf keine Knallerei aus Deutschland mitbringen. Aber man darf knallen. Man darf knallen, wenn man die Sachen hier gekauft hat. Ja, natürlich. So. Und das haben die auch alle gemacht. Genau. Aber wir wussten nicht, wo es das Zeug zu kaufen gibt und deshalb haben wir nur Wunderkerzen und Tischfeuerwerke gehabt. Aber schön dekoriert. Und wir haben diese fliegenden... Die Ballons. Ja, die Laternen. Diese Laternen gekauft, die man in Deutschland wiederum nicht so einfach in die Luft steigen lassen darf. Richtig. Genau. Und die haben wir hochgelassen und fanden das super. Das ist überhaupt ein schöner Brauch. Diese Plastiklaternen, das sind so viel schöner aus. Plastikballons, da schreibt man einen Herzenswunsch drauf
Und dann ist da unten so ein kleines Brennteil, das zündet man an, das erzeugt dann quasi den nötigen Auftrieb, die heiße Luft im Ballon und dann steigt diese Laterne in den Himmel. Mit viel Glück verbrennt die Laterne nicht vorher. Nicht vorher oder geht gar nicht erst an. Nein, aber es ging gut. Unsere sind schön weggeflogen, unsere, oder? Unsere beiden zumindest, also Simis und meine, hat gut funktioniert. Wir haben Zuschauer, ihr hört das, Zuhörer. Ja. Alles Gute neues Jahr. Wir sind schon berühmt. Gott. Nee, aber unsere einzigen drei Fans haben sich um uns versammelt. So, das heißt also, jetzt kommen wir zu den Silvesterbräuchen. Es gibt lustige Bräuche. Wir haben ja einen mitgenommen aus Kolumbien. Wir haben das ja nicht geglaubt, aber man hofft ja immer und deshalb macht man das natürlich trotzdem. Wir sind mit einem leeren Koffer um unser Ferienhaus gelaufen. Ja. In der Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr mehr reisen. Eine schöne Reise machen zumindest. Und das Geld dafür haben natürlich. Und ihr habt in Kolumbien aus dem Fenster rausgeguckt. Und die Leute haben das getan. Die sind mit Koffern. Manchmal mit zwei Koffern in der Hoffnung, dass... Eine Weiterreise zu machen. Ja, eigentlich total bekloppt, dass man nach Mitternacht einen leeren Koffer einmal ums Haus rumträgt. Haben wir aber trotzdem... Ich habe ja gedacht, die haben den Mietvertrag gekündigt damals bei den Leuten. Aber nein, es ist ein Brauch. Es ist ein Brauch und es ist gut. Und das haben wir auch gemacht. Und wir haben einen dänischen Brauch uns rausgesucht. Ne? Die Dänen, die springen um Mitternacht vom Stuhl und landen im neuen Jahr auf dem Fußboden. Wir hatten ein bisschen Angst in unserem Ferienhaus, ob die Sofas das aufhalten, aber sie haben es getan. Und wir hatten natürlich eine Atomuhr übers iPhone und Apple TV auf dem großen Bildschirm. Damit da haben wir etliche Rede, wir haben schon drüber berichtet. Damit wir genau den Moment richtig abpassen, wann man springt und wann man landen muss. Genau. Was haben wir noch gemacht? Ist ein schöner Brauch, finde ich. Viel getrunken. Ja. Ist immer gut. Das ist in Dänemark eher ungewöhnlich, weil da der Alkohol so teuer ist. So schön ist es gar nicht. Ja. Ich finde die Gummibärchen viel teurer als den Alkohol. Genau, das ist ein Vorurteil, mit dem man mal aufräumen kann. Im Supermarkt ist es nur etwas teurer, nicht wesentlich teurer. Und der Würfglyko war sogar billiger als in Deutschland im Supermarkt. Dafür hätten wir die Gummibärchen mitbringen sollen. Ja, weil die hier teuer sind. Ja. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns ja heute gerade gehört habt. Und dann hören wir uns demnächst vielleicht wieder. Euer Reiko. Und eure Simi.